Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern. Heute mit uns. Ja, der Shiva. Und Jonathan. Ja, falls wir heute ein wenig müde aussehen, wir waren heute extrem viel astral unterwegs und sind erstaunlicherweise mal wieder gleichzeitig nach 4 Stunden aufgewacht. Wir waren zwar beide noch müde, aber auch irgendwie extrem fit. Und ja, wir haben heute Nacht viel mit Zeitreisen, Realitätsreisen, Dimensionsreisen erlebt. Und deswegen machen wir heute ein Video über Zeit. Über Zeit und Realitätswechsel. Weil es so spannend war. In dem Video geht es leider nicht über unsere Erfahrung, aber über eine andere spannende Sache. Ja, im Internet findet man da schon einige Artikel und Videos zu dem Thema. Und zwar zu dem sogenannten Mandela-Effekt. Ja, warum heißt das Mandela-Effekt? Ja, für mich ist er 1990 im Gefängnis gestorben. Ja, also überlegt mal, wenn ihr zurückdenkt und noch nicht so viel über den Mandela-Effekt wisst, wann ist denn Nelson Mandela gestorben? Denkt mal nach. Ja, und viele sagen aus, so wie Shiva auch, 1990 ist er im Gefängnis gestorben. Die Leute sagen auch, sie hätten die Beerdigung im Fernsehen gesehen. Ja. Okay, na ich nicht, ich war zu. Du hast nicht im Fernsehen gesehen? Nee, ich glaube nicht, das war... Okay. Und jedenfalls, viele sagen, also der ist definitiv 1990 gestorben und ich habe es im Fernsehen gesehen, die Trauerfeier und das ganze Aufgebot der Leute und was da alles nicht war. Ja, aber wenn man mal nachguckt im Internet, Mandela ist 2013 gestorben. Viele waren dann ganz überrascht und sagten, nee, das kann nicht sein. Ja. Nelson Mandela ist 2013 nicht gestorben, sondern... 1990 im Gefängnis. Ne? Und interessant ist, dass es wirklich eine große Gruppe von Leuten gibt, die sagen, er wäre 1990 gestorben. Eine sehr große Gruppe. Wir reden hier von Millionen, die der gleichen Meinung sind. Aber es existieren auch Millionen, die sagen, nee, der ist 2013 gestorben. Und das ist dann schon ein sehr interessantes Phänomen. Und nach diesem Phänomen wurde dann das Wort Mandela-Effekt geboren. Denn das ist nicht das Einzige. Aber offenbar das Erste. Öffentliche. Ja, da ist es aufgefallen. Das ist aufgefallen. Ja, da ist es aufgefallen. Und dann fingen natürlich diese paar Millionen an und dachten, ja, gibt es denn noch andere Ereignisse, die irgendwie... so unterschiedlich erinnert werden? Da gibt es zum Beispiel hier das Märchen von Schneewittchen. Kennt ihr alle, ne? Hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen. Ne? Kennt ihr alle, ne? Und da gab es ja diese böse Hexe, ne? Die so schön war, zumindest glaubte sie, dass sie schön war, und immer ihren Spiegel befragt hat, der verzaubert war. Und was hat sie da gesagt, der berühmte Spruch? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Richtig. Falsch. Ja. Ich erinnere das auch so, dass sie das immer gesagt hat, Spieglein, Spieglein an der Wand. Aber wenn man sich jetzt die ganzen Märchen anschaut, da sagt die etwas ganz anderes. Die sagt nämlich, magischer Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Hm. Und jeden, den du fragst, du kannst ja auch mal in deinem Bekanntenkreis herumfragen, die meisten erinnern sich alle an Spieglein, Spieglein an der Wand. Hm. Tja, ähnlich. Auch in Filmen. Luke, ich bin dein Vater. Kennt sicherlich, naja, jetzt jeder vielleicht nicht, aber bestimmt sehr, sehr, sehr viele. Und ja, in dem Film heißt es, jeder weiß es, Luke, ich bin dein Vater. Aber jetzt, auch wenn man die alten Aufzeichnungen und Videokassetten anschaut, heißt es nur noch, ich bin dein Vater. Wo ist Luke? Ja, verrückt. Also ich erinnere mich auch daran. 100%. Ja, 100%. Also da
Dass Darth Vader das gesagt hat. Das hat man in der Kindheit immer gesagt zu seinen Geschwistern. Logo, ich bin dein Vater. Hallo? Ja, natürlich. Also. Ja. Wenn ich dann an all die Leute denke, die dann, was weiß ich, mit Helium in der Lunge oder mit Lachgas ja, in eben. Der Lunge Witze gemacht haben mit Logo, ich bin dein Vater. Logo, ich bin dein Vater. Ja, eben. Also, ist doch. Also, da erinnern sich viele dran. Und es sind auch zig Millionen, die das so erinnern. Und noch mehr als an Mandela wahrscheinlich selbst. Ja. Ja, ein weiteres Phänomen, das irgendwie auch in diese Kategorie Mandela-Effekt passt, ist das Spiel Monopoly. Das kennen ja viele von euch auch. Ein Abklatsch unserer Welt, ne? Im kleinen Format als Brettspiel auf dem Küchentisch. Monopoly. Und da war immer so eine Figur bei, die eben eher so aussah wie ein Mann aus dem 19. Jahrhundert. Und der hatte immer so ein Monokel, sagt man, glaube ich, ne? Ich glaube. Ja, hatte immer so ein Monokel. Und auch auf der Verpackung, ne, haben sie über diese Figur das Spiel eben beworben. Ja, und wenn man da jetzt mal nachschaut, hat der gar kein Monokel mehr. Ist das scheiße. Ja, also das kann ja nicht sein. Ich meine, ich erinnere mich auch, dass der einen Monokel hatte. Ja, ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Der hatte das, ja. Aber auch hier das gleiche Phänomen. Millionen von Leuten erinnern sich daran, der hatte einen Monokel. Das war schon immer so. Und haben dann im Internet nachgeforscht, haben sich alle Spieleverpackungen angeguckt, die man im Internet finden konnte als Foto. Und auf keinem einzigen hat er einen Monokel. Okay. Wo ist der Monokel hin? Er ist futsch. Da, wo ja? Luke ist. Da, wo Luke ist, ja, genau. Ja, dann sind wir mal eine Liste durchgegangen und er hat mich gefragt, wie was, genau. Es gibt ja im Internet Listen mit diesen Mandela-Effekten. Und dann hat er mich gefragt, wie erinnerst du dich das, wie erinnerst du dich das, wie erinnerst du dich das? Und dann hat er mich zu Neuseeland gefragt. Ich so, ja, das ist, ja. So nordöstlich, ein bisschen höher gelegen, ziemlich groß. Und ja, wir wollten ja beide irgendwann mal nach Neuseeland auswandern, lange, lange bevor wir uns kannten, haben uns also intensiv damit auseinandergesetzt. Natürlich auch, wo Neuseeland liegt und wie groß es ist. Und dann sagt er, nee, es ist viel, viel kleiner, viel weiter südlich. Ich sage, nee, das kann nicht sein, auf gar keinen Fall. Wir Google Maps geöffnet, uns das angeguckt. Weil keiner konnte es glauben, dass Neuseeland jetzt nur noch so ein Mini-Fleck unten rechts ist und nicht so ein Riesengerät oben rechts. Ja. Wo ist Neuseeland hin? Ich erinnere mich auch. Bei Luke und dem Monokel. Mhm. Weil ich wollte immer mal Neuseeland besuchen, weil in Herr der Ringe haben sie ja genau. Auf Neuseeland gedreht. Und dann dachte ich, stimmt, oh, das ist so eine schöne Umgebung. Stimmt. Das würde ich mir gerne mal angucken. Zumindest irgendwie in einem Urlaub oder so. Stimmt. Ja. Ja, ich auch. Und dann habe ich auf der Karte geguckt, wo ist Neuseeland. Ich dachte, oh mein Gott, 24 Stunden im Flugzeug hinfliegen. Ne, nur um mal ein paar Stunden die Drehorte von Herr der Ringe anzuschauen. Das war mir dann doch zu weit. Ja. Zu viel Aufwand. Aber ich erinnere mich auch, Neuseeland lag definitiv nordöstlich von Australien. Schaut man jetzt bei Google Maps oder auf die Weltkarte, nö. Ganz anders. Ja. Mehr südöstlich, würde ich sagen, ne? Das jetzt. Und ist auch kleiner, richtig? Viel kleiner als damals. Viel kleiner. Das finde ich erstaunlich, weil wir uns ja beide an das Gleiche, wie an unseren Erich-Däniken-Effekt, wo wir beide dachten, er sei tot und dann hat er doch noch gelebt. Das war unser persönlicher Mandela-Effekt. Ja, das war unser persönlicher Mandela-Effekt, ja. Das, einige von euch kennen die Geschichte bestimmt schon. Da hatten wir beide unabhängig voneinander, da kannten wir uns, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Nee, und dann kam irgendwann das Gespräch auf. Ja. Erich von Däniken, weiß ich noch, der ist dann damals gestorben. Wann war das? Das war so 2015 oder 16, so um den Dreh, glaube ich, war das, ich bin mir nicht mehr sicher. Und da habe ich im Internet gelesen, Erich von Däniken ist tot. Und da dachte ich so, ach, schade, war ja eigentlich ein guter Mann. Ne? Der hatte ja einiges drauf, hatte gute Einstellungen. Ne? Ja, und dann habe ich im Internet dann bei YouTube rumgeforscht und dann habe ich auch ein Video gefunden, ne, das
Da hat ein Reporter seine hinterbliebene Ehefrau interviewt. Und ich habe mir das Video angeguckt und da hat der Reporter auch gefragt, ja, was machst du jetzt nach Erichs Tod mit seiner Hinterlassenschaft, seine ganzen Bücher, seine ganzen Forschungen und so weiter. Und da hat die Frau dann auch erklärt, seine Ehefrau, ja, wir werden natürlich das Erbe weitergeben und wir lassen alles so laufen, wie es ist, damit es irgendwie entsprechend gewürdigt werden kann und so weiter und so weiter. Ja, und ja, später habe ich dann erfahren, wie Erich von Däniken ist tot. Der ist nicht tot, der ist noch quick-fidel. Und selbst bei Twitter postet er noch fleißig. Ja. Ja, und wir wollten ja, wie ihr vielleicht noch wisst, haben wir mal einen Online-Kongress gemacht über Global Awakening. Ja, dann haben wir uns natürlich Sprecher ausgesucht und dann hast du halt den Erich Däniken vorgeschlagen. Ich so, nee, der ist doch tot. Und da kamen wir dann erst ins Gespräch, dass wir beide ihn für tot hielten, obwohl er gar nicht tot ist. Und dann sagtest du, na, der ist doch gar nicht tot. Obwohl du es ja eben auch dachtest damals. Ja, das ist unsere persönliche Erich-Däniken-Geschichte. Ja, auch typischer Mandela-Effekt. Sehr verblüffend finde ich dabei, dass ich ja das Video bei YouTube gesehen habe, wo seine Frau interviewt wurde zum Tod ihres Mannes. Und ich habe das Video gesehen, da bin ich hundertprozentig sicher. Und dann bin ich natürlich, als ich nachher erst erfahren habe, Erich von Däniken ist noch fit und quick-fidel, da dachte ich, das kann nicht sein. Und dann habe ich bei YouTube gesucht, nach diesem Video. Ja, meinst du, ich habe das gefunden? Nee, ist bei Luke. Ist bei Luke, auch bei Luke. Genau. Auch bei Luke. Ja, weg. Ja. Ja, noch eine Star Wars Geschichte. Welche Farbe haben die Beine von C-3PO? Also ich weiß, sie sind Gold, 100%. Ja. Welche Farbe haben sie jetzt? Oder ein Bein davon? Ja, ein Bein ist, glaube ich, jetzt Silber, ne? Ja. Ja. Warum? Auch so ein Effekt, wo sich Millionen von Star Wars Fans erinnern, nee, der war ganz in Gold. Ja, logisch. Da war nichts mit silbernem Bein. Nein. Ja. Hier, da, was ist mit den Zahnspangenmädchen von James Bond. Jim Bond. Ja, auch eins dieser Phänomene. Also, James Bond Filme kennen ja viele von euch. Und da gibt es nämlich, glaube ich, 2, 3 James Bond Filme, in denen Roger Moore mitgemacht hat. Roger Moore hat mir eigentlich sehr gut gefallen in der Bond-Rolle. Ja. Sogar noch einen Tick besser als Sean Connery. Ja. Und es gibt da den James Bond Film Moonraker. Da hat James Bond eben sich immer mit dem Auftragskiller seines Gegners rumschlagen müssen, der sogenannte Beißer. Der war irgendwie 35 Meter groß, ne? Nein, aber er war über 2,10 Meter oder so oder 2,20 Meter, der war riesig. Der hatte auch riesige Hände und seine professionelle Killermethode war, jemanden totzubeißen. Weil er hatte nämlich ein riesiges Stahlgebiss im Mund. Ja. Und später, zum Ende des Filmes, wird der Beißer dann irgendwann ein Guter. Mhm. Weil er sich verliebt hat in so eine kleine Blonde. Ne, die irgendwie, keine Ahnung, nur 1,70 war höchstens. Ja. War ein witziges Pärchen. Als die beiden sich ineinander verliebt hatten, standen sie beide so nebeneinander und haben so gegrinst. Und da hat der Beißer seine Zähne gezeigt. Und das Mädel hat dann eben auch ihre Zähne gezeigt, weil sie eine Zahnklammer trug. Und das war eben der Witz in dem James-Bond-Film. Da haben im Kino alle gelacht, alle, weil das irgendwie, das war eben das Zeichen dafür, dass da sich das richtige Paar gefunden hatte, so ein bisschen. Ne? Ja, aber wenn man jetzt in die Szene reinguckt, trägt die gar keine Zahnspange. Nie da gewesen. Ja. Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, weil das ganze Kino gelacht hat. Und ich habe die Szene noch sehr gut in Erinnerung. Ja. Aber sie trägt gar keine Zahnspange. Nie da gewesen. Wenn man sich die alten Filme anguckt, ja, keine Zahnspange. Verrückt. Ja. Hand aufs Herz. Ach, wo war das denn jetzt? Ja, wo habt ihr denn euer Herzchen? Tja, ich erinnere mich daran, es sei links.
Das kann ich bestätigen, das Herz war immer links. Immer links, aber jetzt ist es nicht mehr links. Ich weiß nicht wieso. Ähnliches Phänomen mit den Nieren. Also das Herz ist jetzt angeblich hier in der Mitte, da irgendwo, ne? Ja, mittendrin. Und man kennt das ja noch. Mutti hat immer gesagt, pack dir was um die Nieren, sonst erkältest du dich. Oder andere Leute haben sich ein Nierengurt umgezogen. Und der sitzt ja nun mal hier auf den Hüften, nicht wahr? Weil eben die Nieren damals hier mehr so da unten waren. Aber jetzt irgendwie sind sie halt da auch nicht mehr. Die sind jetzt irgendwie in der Nähe. Oder vielleicht sind es jetzt die Lungen oder so. Ja, die Nieren liegen jetzt viel höher. Und der Nierengurt ist aber irgendwie noch geblieben. Und das macht den Nierengurt ja ziemlich sinnlos, wenn der auf der Hüfte liegt. Ne? Ja. Und das hat wohl bei einer bei diesem komischen Update irgendwie nicht so berechnet, ne? Dass der Nierengurt jetzt eigentlich ja ein Bauchgurt ist. Ein Bauchgurt ist, ne? Ja, damit der Bauch sich nicht erkältet. Also ich weiß es nicht. Ja. Ach, wie viele Leute saßen im Auto von Kennedy? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr so. Auch nicht, ich war ja nicht dabei. Also vorne waren zwei Fahrer, hinten saß der Kennedy mit der Jacqueline. Ich glaube, Jacqueline hieß die, ne? Seine Frau. Ja, und ja, mehr erinnere ich jetzt aber auch nicht mehr. Angeblich waren 6 Leute im Auto von Kennedy. 6? Nicht 4, es hat sich geändert. Ach so. Früher waren mal 4 Leute im Auto, jetzt sind es 6. Ah, okay. Ja, also ich habe auch nur 4 im Kopf, aber ich habe das vielleicht einmal oder zweimal gesehen, irgendwelchen alten Videoaufnahmen oder so. Von dem Attentat, das da mitgefilmt worden ist. Ja. Welche Augenfarbe hat Hitler? Braun. Würde ich auch sagen. Ja, ist sie aber nicht. Nee? Nee. Blau. Wie sie denn? Blau. Blau. Aber ich erinnere mich auch an Braun. Also ich habe auf jeden Fall Braun im Kopf gehabt, immer. Aber jedenfalls hat Hitler keine braunen Augen. Aber er war ja auch arig, ne? Arik. Ja, ganz spannend. Wo befindet sich die Erde in der Milchstraße? Ich erinnere mich, ganz äußerster Ring, das hat man ja uns gesagt, die Erde ist am Arsch der Galaxie. Ja, das weiß ich auch noch. Ganz links. So. Ganz außen, der letzte Zipfel. So auf 10 Uhr ungefähr, ganz äußerer Ring. Ja, 10, 2, ja, genau. Ja. Und da, wenn mich jemand gefragt hat, du, wo befindet sich eigentlich die Erde in unserer Milchstraße, habe ich immer gesagt, wir sind sehr weit draußen auf dem Land. Und ich weiß das, ich habe schon mit 5 angefangen, Astronomiebücher zu lesen, weil mich das einfach so fasziniert hat. Und das habe ich mein Leben lang getan und ich bin mir echt verdammt sicher, die Erde war am Arsch der Galaxie. Ja. Und wenn man heute nachguckt, da ist sie gar nicht mehr. Nee. Ist sie auch nicht. Die ist jetzt weiter innen. Also immer noch, ja, eher so in... Randbereich? Im Randbereich, ja. Aber im zweiten Arm jetzt irgendwie, im zweiten Arm, genau. Und das war früher nicht so, ja. Ja, wer erinnert sich noch an die Looney Tunes? Wie wurden die geschrieben? Ich erinnere mich an Looney und wie wird Tunes geschrieben? T-O-O-N-E-S. Aber jetzt wird es wie iTunes geschrieben. We are the champions. Fertig. Fertig. Ja, also wenn man so sich an das Lied erinnert, We are the champions von The Queens, mit Freddie Mercury auf der Bühne und live und was weiß ich nicht alles, oder im Fernsehen oder auf YouTube oder was auch immer. Fernsehen guckt ja heute keiner mehr wegen der Mainstream-Medien, die haben ja alles kaputt gemacht. Wenn man auf YouTube mal nachguckt und sich die alten Aufnahmen anschaut, dann hört man We are the champions und am Ende des Liedes hieß es immer of the world. Ja. Oder? Ich erinnere mich so. Ja. Das war eigentlich immer We are the champions of the world. Das war immer irgendwie so der Abschluss des Liedes. Ne? Und da erinnern sich auch alle dran eigentlich. Also ich kenne keinen, der was anderes gesagt hätte. Ja, und wenn man jetzt nachguckt,
Und ich habe letztens nachgesucht extra und ich habe ein 15 Jahre altes Video gefunden. Und? Von Queen. Und eine Live-Aufnahme, aber er singt am Ende nicht auf The World. Ja, das ist doch komisch, oder? Und es war 15 Jahre alt. Ja. Komisch. Also das sind so Phänomene, wo man schon so denkt, so wie kann das sein? Ne? Millionen erinnern sich ja daran, ne? Zig Millionen. Ja. Ja, und dann gibt es noch Abraham Lincoln. Ihr wisst, der wurde im Theater von einem Attentäter erschossen. Ja, und natürlich waren die Fotoapparate damals ein wenig anders als unsere heutzutage. Aber man konnte schon Fotos machen, da gab es schon einige Möglichkeiten. Und all solche Fotos über Abraham Lincoln, der ja 1861 bis 1865 Präsident gewesen ist von Amerika, immer mit Zylinder dargestellt, eigentlich fast immer. Das war sein Markenzeichen. Und wenn man an Abraham Lincoln gedacht hat, dann war es so, man hat immer seinen Zylinder gesehen, den er auf seinem Kopf trug. Guckt man jetzt aber nach, der Zylinder ist weg. Ist auch bei Luke. Der ist auch bei Luke. Plötzlich fast alle Fotos, ich glaube, ein Foto habe ich noch gefunden, wo er einen Zylinder trug. Einen einzigen. Aber dann wäre es ja auch kein Markenzeichen und alle würden sich erinnern, also... Verfälscht. Eben. Richtig, dann wäre es nämlich kein Markenzeichen. Ne? Ja, man sieht auch an dieser Stelle, Mandela-Effekt hat hier zugeschlagen. Ja, wie sieht es in der Psychologie aus? Die Psychologie sagt dazu, das nennt sich Fabulation. Auf gut Deutsch, ja, du hast dich falsch erinnert, Punkt. Millionen. Ja. Millionen Du's erinnern sich falsch. Stell dir mal vor, da geht ein Star Wars-Fan zum Psychologen. Ne? Der hat den Star Wars-Film 324 Mal gesehen. Alleine mit Freundin, mit seiner Freundin, mit seiner Ex-Freundin, mit seinen Eltern, mit allen hat er das geguckt. Und der erinnert sich hundertprozentig richtig, wenn er sagt, Darth Vader hat gesagt, Luke, ich bin dein Vater. Und dann kommt da ein Psychologe her, der vielleicht Star Wars einmal gesehen hat. Ja. Und der sagt, nee, du erinnerst dich falsch. Leute. Und wenn es jetzt nur ein Star Wars-Fan wäre. Ja, richtig. Ist ja okay, dann erinnert er sich wahrscheinlich falsch. Kein Problem. Aber es sind Millionen. Also ich glaube, alle Star Wars-Fans erinnern diesen Satz so. Ich habe noch keinen einzigen Star Wars-Fan oder jemand, der Star Wars häufiger geschaut hat, behauptet hätte, er hätte nicht gesagt, Luke, ich bin dein Vater, sondern nur, ich bin dein Vater. Das macht ja einfach alles auch kaputt in der Szene, aber anyway. Ja, also neigen wir doch dazu, dass die Psychologie mal wieder... ihrem gesellschaftsorientierten Plan verfolgt und möchte, dass dieses Phänomen nicht näher untersucht wird nach Möglichkeit. Ja. Und sagen, ja, falsche Erinnerung, Haken hinter, Massen. Ab in den Aktenordner und weg damit. Ja, aber massenweise falsche Erinnerung kann ja nur wieder, ne? Und da gab es zum Beispiel jemanden, der hat eine Webseite eröffnet, nur zum Thema Mandela-Effekt, aber nicht, um die alle aufzulisten, so wie wir das jetzt gemacht haben, sondern er hat einen Test erstellt. Und anhand dieses Testes konnte man dann eben ankreuzen, woran man sich wirklich erinnert. Hm. Und was kam dabei heraus? 84% erinnern sich an die alte Version, die in der Gegenwart nicht mehr existiert. Aha, von den meisten Punkten. Das ist ja interessant. 84%, also erinnern die anderen 16% sich falsch? Eigentlich erinnern die sich gar nicht, oder? Ja, in Wahrheit erinnern sie sich nicht. Weil sie können das ja belegen. Ja, ja, eben. Die 16% haben natürlich einen großen Vorteil. Sie haben Beweise. Sie haben Beweise und können sagen, hier, guck doch in den Star Wars Film, da sagt er doch hier, ich bin dein Vater, da ist nichts mit Luke. Ja, genau, genau. Also die 16% erinnern sich richtig und 84% erinnern sich falsch. Ja. Wie wahrscheinlich ist das? Sehr unwahrscheinlich. Und anhand dessen haben wir eben, ja,
unsere eigene Ansicht darüber, was hier passiert ist. Tja, wer hat an der Zeit gespielt? Wer hat unsere Realität geklaut? Ja, also wir gehen davon aus, es hat einen Zeitlinienwechsel stattgefunden, ein kollektiver Zeitlinienwechsel. Ob jetzt nun initiiert von irgendwem? Ja. Denn wenn man beispielsweise sich in der spirituellen Dissoziation übt, da tauchen solche Phänomene nämlich auch auf. So persönlich. Persönlich, ja. Eben. Das heißt, während du die Dissoziation praktizierst, verändert sich plötzlich etwas in deiner Realität. Bestimmte Leute verhalten sich ganz anders als sonst. Oder du siehst plötzlich irgendeine Pflanze irgendwo stehen, die da noch nie stand. Oder du siehst irgendwas draußen, was du vorher noch nie gesehen hast, beziehungsweise vorher überhaupt nicht da war und plötzlich da ist. Und solche Phänomene tauchen bei der spirituellen Dissoziation auf. Im persönlichen Realitätsumfeld, sage ich jetzt mal. Und das ist aber auch kollektiv möglich, wie man sehen kann. Ja, wir haben ja im letzten Video auch schon darüber gesprochen, über die Manipulation der Wahrnehmung der Zeit. Und das ist natürlich auch von außen initiiert. Das ist jetzt nicht einfach so passiert und plötzlich haben wir eine verkürzte Zeitwahrnehmung. Nein, da schraubt jemand an den Geräten, um unsere Wahrnehmung zu verändern. Und genau das können Sie auch mit Zeitlinien bzw. alternativen Realitäten. Ja, wir gucken ja gerade so eine Serie oder haben sie gerade geschaut, die war ganz witzig, ne? Ja, irgendwie dann doch. Wie hieß die? Be Foreigners. Jedenfalls diese Serie. Ja. Ist ein kleiner Zungenbrecher für so deutsche Leute, ne? Das Witzige daran, es ist eine norwegische Serie. Ja, aber ist gut. Aus Norwegen, ihr wisst ja alle, Norwegen ist lang und weilig. Aber wunderschön. Und es ist irgendwie so eine Mischung aus der Serie Dark und Vikings, oder? Stimmt, ja, ne? Richtig, genau, hast recht. Ja, also wer von euch die Serie Dark mochte und die Serie Vikings gern geschaut hat, der ist mit Be Foreigners sehr gut beraten. Ist ein bisschen, ja, sehr europäisch aufgemacht, ne, so ein bisschen deutsch, ja, fast, schon. So vom Stil her. Ne, aber ist trotzdem ganz gut und behandelt auch solche Themen, ne, wie alternative Realitäten, Zeitreisen und. Ne. Gerade in der zweiten Staffel wird es dazu dann halt auch spannend. Also sehr empfehlenswert, ganz witzig, auch wenn da wieder die klassischen Narrative drin sind, ne, die momentan so gepusht werden. Aber wenn man darüber hinweg sieht, dann ja, ist es sehr gut. Ja. Meinst du das Lied, wer hat an der Uhr gedreht, umsonst geht? Der rosarote Panther wusste Bescheid. Zumindest der ihn gemalt hat oder der das Drehbuch geschrieben hat. Who knows? Ist der rosarote Panther überhaupt noch rosarot? Jedenfalls, vielleicht hat er eine ähnliche Background-Story wie die Simpsons mit seinem... Ja. Oder vielleicht vielleicht hat er gar keinen Schwanz mehr. Keine Ahnung. Vielleicht hat er jetzt was anderes, vielleicht einen buschigen Schwanz, so ein Buschel oder. Oder hat keine Ohren oder keine weiße Schnauze oder so. Ja, aber kann man drüber nachdenken. Hm? Wie bei Pikachu mit dem schwarzen Schwanz, da wurde ja auch drüber gestritten. Ach ja, stimmt, der hat ja jetzt irgendwie einen anderen Schwanz. Genau. Ja. Schon blöd, ne? Wenn da einer am Schwanz rumspielt. Also, ne? Wir jedenfalls glauben nicht an einen Zufall oder an einen Unfall, dass plötzlich irgendwie die Zeitlinie gewechselt wurde. Das war entweder eine riesige kollektive Absprache, die aber mit solchen Geschichten irgendwie wenig Sinn macht. Oder jemand hat wirklich an der Uhr gedreht oder Zeit gespielt, an den alternativen Realitäten, um eben entweder einen riesigen psychologischen Test zu machen oder um eigene Pläne zu verfolgen. Und ja, der Mandela-Effekt oder die Effekte, die dabei auftreten, sind eben die Nebeneffekte, die nun mal
passieren, wenn man die Realität kollektiv wechselt. Ja. Und wir sind eben zu den Leuten, zu den 16% gekommen, aus unserer Realität, wo es keinen Loop gibt. Richtig. Das heißt also, wir kommen aus Realität A und befinden uns jetzt in Realität B, in der eben diese Änderungen vorherrschen. Ne? Und sowas passiert aber öfter am Tag bei einem persönlich. Ja, das auf jeden Fall. Ihr müsst mal darauf achten. Ne? Wenn ihr euch irgendwie wundert, dass irgendwo plötzlich eine Pflanze steht, die vorher eurer Ansicht nach, auch wenn alle anderen dann sagen, nee, die stand da schon immer, darauf kannst du dich ja nicht verlassen. Eben. Weil wenn du nämlich die Zeitlinie wechselst von Realität A nach Realität B, wo nämlich die Pflanze steht, werden alle in der Realität B, weil die sind ja da zu Hause, sagen, die Pflanze gab es schon immer. Völlig logisch, haben wir auch recht. Haben beide recht. Haben beide recht. Und er sagt, nee, die Pflanze, die stand da nie, die gab es nicht. Ja? Ich weiß noch, am Anfang haben wir das oft gehabt, dieses Phänomen. Ne? Naja, natürlich, ja. In der Dissoziation, der spirituellen Dissoziation unserer Mastertechnik, da ist es ja auch so, dass man solche Phänomene erlebt. Ne? Und darum haben auch beide recht. Das ist der Punkt. Wenn die einen sagen, nee, Luke, ich bin dein Vater, wurde nie so in diesem Satz gesagt, dann haben die recht, weil die gehören eben in die Realität, wo es so gewesen wo ist. Wo es wirklich so gewesen ist. Und du kommst dann aus der Realität, wo du sagst, nee, der hat Luke, ich bin dein Vater, gesagt, ganz klar. Ja. Und beide haben recht. Sie waren nur in unterschiedlichen Realitäten. Und wie oft das vorkommt, auf der ganzen Welt, bei jedem persönlich, ich glaube, während eines Lebens bestimmt tausende Male, wo das vorkommt. Aber die Sachen sind so klein und unbedeutend. Das Ego ist ja auch dafür da, die Filter so zu setzen, dass du diese Mini-Realitätswechsel gar nicht mitbekommst. Da filtert die einfach raus. Es ist wie, als hättest du, keine Ahnung, ein Video mit 100 Bildern oder 100 Frames, die ganz schnell laufen. Und wenn ein Bild dazwischen ist, das ein anderes ist, das eben nicht zu diesem Video eigentlich gehört, würdest du das überhaupt gar nicht mitbekommen. Weil es eben so schnell abläuft, der Film, dass du denkst, du hast jetzt nur... Ja. Was? Genau, okay. Ja. Oder vielleicht erinnert ihr euch noch, als ihr Kind wart, zu eurer Kindeszeit. Da hat die Mutter gesagt... Shiva, bring mir mal das Salz. Hm. Mama, wo ist denn das Salz? Ja, das steht auf dem Kühlschrank. Ja, und Shiva dann, Mama, hier steht kein Salz. Situation kennt bestimmt jeder von euch. Ja, ihr guckt, kein Salz. Guckt in den Schrank, Küchenschrank, kein Salz. Dann kommt die Mutter an und sagt, Mann, du findest auch nichts. Und sagt, hier ist doch das Salz. Und du weißt, du hast an dieser Stelle nachgeschaut. Ganz bestimmt. Und da war kein Salz. Ja. Was sagt das Ego dazu? Oder die Mutter ersetzt ja erstmal das Ego des Kindes. Solange bis das Kind ein eigenes Ego hat und die eigene Tarnungen installiert hat, sagt die Mutter natürlich, ja, du hast keine Augen im Kopf. Oder das hast du wohl übersehen. Aber du warst sicher, nee, nee, da stand kein Salz. Und wenn da kein Salz stand, dann stand da auch keins. Und das ist ja auch das, was in unserer Gesellschaft einem beigebracht wird, seiner Wahrnehmung nicht zu vertrauen. Das ist ja die Grundaussage, die auch die Psychologie ganz oben als Banner trägt. Vertraue nicht deiner Wahrnehmung, denn deine Wahrnehmung kann sich irren. Ja. Ja, was daraus resultierte, das merkt man ja. Ne? Vertraue dir selbst nicht, vertraue deinem selbst nicht, vertraue deinem höheren selbst nicht. Anyway. Ja, das macht die, ist die Aufgabe der Psychologie. So wie die Aufgabe der Pharma ist, vertraue deinem Körper nicht. Dein Körper ist so schwach, der schafft das alles nicht. Du musst das nehmen, damit der Körper einigermaßen gut funktioniert. Ne? Da sieht man also, was so läuft. Ne? Und das ist eben der Punkt. Ne? Wenn das Kind eben sagt, Mama, das Salz war da vorher nicht, dann war es da auch nicht, weil das Kind sich nicht in der exakt gleichen Realität befand wie die Mutter. Ja. Das heißt, die Mutter musste erst kommen und dem Kind sozusagen die Realität zeigen, in
der das Salz im Küchenschrank vorne steht. Ja. Ja. Und so ein bisschen ist das ja auch in der Psychologie, da wird es ja auch so gemacht. In der Psychologie versuchen die Psychologen einem auch zu zeigen, nein, das, was du da wahrgenommen hast, existiert nicht. Ne? Hier zum Beispiel, wenn Geister sehen, ne? Verstorbene ja. sehen oder so, ist in der Psychologie sofort eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Ne? Und ja, weiß Bescheid. Wir zeigen dir, was mit dir nicht stimmt. Genau, so ist es. Ja, welchen Mandela-Effekt kennt ihr noch? Also welche, die wir noch nicht aufgezählt haben. Welche Realitätswechsel habt ihr so wahrgenommen? Ja, erzählt uns, wie eure Idee ist, warum wir uns alle an Luke erinnern und die anderen eben nicht. Ja, also wir werden echt mal gespannt drauf sein, was ihr so für persönliche Mandela-Effekte auch hattet. Ne? Mhm. Ich glaube, das mit dem Salz ist so ein klassisches Beispiel, das wohl fast jedes Kind mal erlebt hat, weil ein Kind ja halt noch nicht so richtig justiert ist in der Realität. Ne? Das wackelt hier immer noch ein bisschen hin und her, solange es noch so jung und klein ist. Und jedenfalls würde mich das auch interessieren. Ja, war jedenfalls ein witziges Video und hat Spaß gemacht. Und ja. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Hoffentlich. Ciao. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen.